Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Poldi to Glory. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann starten wir auch direkt rein in die erste Partie. Und das ist ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Die sind aktuell tatsächlich Tabellenletzter in der Fußball-Bundesliga und dementsprechend sind wir hier natürlich der klare Favorit. Jan Thielmann auf Katterbach und dann Randy Inteka mit dem 1:0. Siebte Minute, wir gehen hier mal direkt in Führung. Und es ist mal wieder Randy Inteka, der ist in den letzten Wochen ja auch richtig gut in Form. Halbe Stunde gespielt, das ist Katterbach auf Inteka, dann Jan Thielmann und der steckt auf Zaruri durch. Das 2:0 hier für den ersten FC Köln. Danach lassen wir es dann auch ein bisschen ruhiger angehen, von den Bochumern kommt aber auch nicht besonders viel. Simon Zoller macht zwar noch den Anschlusstreffer, allerdings kommt er zu spät. Wir gewinnen also mit 2:1 gegen den VfL. Und durch den Sieg liegen wir jetzt tatsächlich auf dem dritten Tabellenplatz. Wie krass ist das denn bitte? Köln in die Champions League. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre das gar nicht mal mehr so unrealistisch. Und wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Und da geht es gegen den FC Augsburg ran. Und dann ist hier gerade mal eine Minute gespielt. Das ist ein Riesenballgewinn hier von Randy Inteka. Und der läuft jetzt hier ganz alleine aufs Tor zu. Aber er schießt den Ball leider daneben. Das war wirklich ein richtig schwacher Abschluss. Das wäre natürlich der perfekte Start in diese Partie gewesen. Aber der Franzose lässt die Chance leider liegen. Nach dem furiosen Start passiert dann aber erstmal lange Zeit nichts. Dann mal der FC Augsburg hier über die linke Seite mit Cafaro. Der wird nicht richtig angegriffen und dann landet der Ball hier bei Letnev. Und der macht das 1:0 für den FC Augsburg. Das war ehrlich gesagt auch ziemlich stark kombiniert, wir sind dann auch gar nicht mehr hinterhergekommen. Und jetzt führen hier die Fuggerstädter also mit 1:0. Und die Augsburger verteidigen das aber auch wirklich richtig stark. Wir können uns hier kaum Chancen rausspielen, dann Randy Inteka hier mal mit dem Versuch. Aber das ist am Ende kein Problem für Giekiewicz. So langsam aber sicher müssen wir mal ein bisschen mehr nach vorne machen, es sind nur noch 7 Minuten zu spielen. Wir kommen dann mal über die linke Seite mit Szymanski und dann Inteka mit dem Kopfball. Und was ist das bitte für eine krasse Parade von Giekiewicz? Die anschließende Ecke bringt dann hier Sebastian Szymanski und dann Philipp Lienhardt mit dem Kopfball an die Latte. Nur wenige Zentimeter fehlen hier also zum Ausgleich. Und wir machen direkt weiter Druck. Jan Thielmann auf Zaruri und der dann weiter zu Inteka, die nächste Chance. Aber der Ball will einfach nicht ins Tor. Richtig stark gemacht von Inteka, aber dann fehlen hier wenige Zentimeter. Und das war tatsächlich die letzte Chance in dieser Partie. Wir verlieren also mit 1:0 gegen den FC Augsburg und das ist auf jeden Fall richtig bitter. Wir sind im Endeffekt aber leider viel zu spät aktiv geworden und dann kann man sich am Ende auch nicht so wirklich über die Niederlage beschweren. Das Spiel gegen den FCA sollten wir aber einfach ganz schnell abhaken, denn jetzt geht es im Derby zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Verlieren verboten ist natürlich das Motto heute und wir legen hier auch relativ gut los. Lennart Krause mit einem, ja, sagen wir mal, ordentlichen Versuch aus der Distanz. Das geht natürlich deutlich besser, aber wir zeigen zumindest, dass wir hier von Beginn an da sein wollen. Die Gladbacher brauchen hingegen eine ganze Weile, bis sie hier mal gefährlich vors Tor kommen. Dann Felix Udokai mit dem Kopfball an die Latte hier. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Glück. Der Konter läuft dann hier über Sebastian Szymanski, der Pass auf Jan Thielmann kommt aber leider nicht an. Und dann ist hier auch schon Halbzeitpause, 0:0 der Spielstand und da ist auf jeden Fall noch ordentlich Luft nach oben. Und dann gehen wir auch direkt rein in die zweite Hälfte und wir kommen hier mit Noah Katterbach und der findet dann den Inteka in der Mitte, aber eine überragende Parade hier vom Keeper. Den muss er eigentlich reinmachen, aber unfassbarerweise steht es hier weiter 0:0. Wir schaffen es jetzt aber so ein bisschen hier Druck aufzubauen. Ljubicic auf den Inteka und dann ist Moritz Schäfer frei vom Tor. Der Rechtsverteidiger macht hier das 1:0 im Derby. Das war ein richtig schöner Spielzug. Und dann geht's hier zum Feiern vor die Gladbacher Kurve. Schäfer hat auf jeden Fall ordentlich Eier in der Hose und das Ganze schauen wir uns hier nochmal an. Leitet das Ganze selbst mit ein und dann ein eiskalter Abschluss. Wobei man vielleicht schon sagen kann, dass der jetzt nicht unhaltbar war. Nur wenige Minuten nach der Führung kommen jetzt dann aber mal die Gladbacher Villa Libre und dann Katterbach mit dem Riesenfehler.
Lars Stindl bestraft das Ganze eiskalt und macht hier den Ausgleich für die Gladbacher. 77 Minuten sind hier dann gespielt und wir sind nochmal in der Offensive mit Zaruri, der weiter zu Schäfer und dann Randy, ein Ticker mit dem Versuch. Aber erneut eine richtig starke Parade vom Gladbacher Keeper. Die Nachspielzeit läuft schon, das hier ist ein richtig starker Ballgewinn und dann Moritz Schäfer über die rechte Seite. Mit einem langen Zuspiel auf Zaruri und der findet dann Hector Villalba frei vorm Tor. Das darf doch nicht wahr sein, das muss der Siegtreffer hier im Derby sein. Hector Villalba lässt die Riesenchance liegen. Und wenn du solche Dinger eben nicht reinmachst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du am Ende nur unentschieden spielst. Und in der Tabelle bedeutet das auch, dass wir auf den 5. Platz abgerutscht sind. Vor 2 Spieltagen waren wir noch Dritter, jetzt haben wir 3 Punkte Rückstand auf Hoffenheim und 2 Punkte Rückstand auf RB Leipzig, die liegen auf dem 4. Tabellenplatz. Und guess what, natürlich sind die Leipziger dann auch direkt unser nächster Gegner. Und schaut euch mal bitte diese Mannschaft von RB Leipzig an. Das ist wirklich richtig krass, was die hier auf den Rasen schicken können. Dennoch haben wir hier die erste Chance in dieser Partie. Lennart Krause steckt auf Yannick Gerhardt durch. Der Ball klatscht am Ende auf die Latte. Nix ist es also mit dem Führungstreffer für uns und dann die Leipziger mit dem Konter hier über Dani Olmo. Und der findet dann Gonzalo Guedes, das 1:0 für die Leipziger. Ein richtig starkes Tor vom Portugiesen. Und jetzt sind hier gerade mal 14 Minuten gespielt und wir liegen bereits hinten. Und Leipzig macht weiter richtig Druck, das ist wieder der überragende Guedes. Lässt hier einfach 2 Mann stehen und dann ist es am Ende Dani Olmo mit dem 2:0. Das geht aber auch ehrlich gesagt viel zu einfach, wir verteidigen da wie eine Schülermannschaft und liegen jetzt also schon mit 2 Toren hinten. Halbe Stunde gespielt, die Leipziger haben hier mal eine Ecke, wir bekommen das Ganze aber geklärt und jetzt rollt der Konter hier für unsere Mannschaft. Das ist Lennart Krause und der hat dann das Auge für Hector Villalba und der läuft ganz alleine auf Gulaschi zu. Das muss der Anschlusstreffer sein. Aber wie schon gegen Gladbach lässt Villalba eine 100%ige Chance liegen. Insgesamt sind die Leipziger aber hier schon die klar bessere Mannschaft und das setzt sich auch in der zweiten Halbzeit fort. André Silva auf Luis Diaz. Timo Horn kann den Ball zum Glück noch zur Ecke klären. Die Gastgeber machen aber weiter richtig Druck. André Silva mit dem Versuch und dann ist es am Ende Luis Diaz mit dem Abstauber. Diesmal macht er ihn also rein und jetzt steht's hier 3:0 für Leipzig. Und jetzt ist die Partie natürlich auch längst entschieden, trotzdem machen wir zumindest mal noch den Anschlusstreffer hier in der 90. Minute. Dejan Ljubicic per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer. Aber natürlich ändert das nichts mehr am Ausgang dieser Partie. Wir verlieren also hochverdient gegen die Leipziger. Und rutschen damit auch auf den 6. Platz ab. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht komplett aus den europäischen Rängen rausrutschen. Denn wir sehen, es ist verdammt eng. Stuttgart ist punktgleich mit uns und Gladbach ist auch nur einen Punkt dahinter. Und unser nächster Gegner ist dann auch noch der Tabellendritte aus Hoffenheim. Es wird also nicht wirklich einfacher. Dieses Spiel gibt's dann allerdings erst in der nächsten Folge. Für heute war's das erstmal. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.